Herz, wir sind ja hier unter uns. Gab es von Klagenfurt eigentlich vorher mal einen Anruf? Gibt es ein moralisches Angebot, sage ich mal, für eine Prämie? Weil die haben euch das ja jetzt zu verdanken. Es sind natürlich Fragen heute im Vorfeld. Da geht es für uns um einen Punkt und einen Stern, ob uns das motiviert und Partycrasher und Klagenfurt und dieses und jenes. Interessiert mich null. 0, Josef, was mit Klagenfurt, Rapid, Ried passiert. Ried war heute der Top-Gegner. Wir haben alles aufwenden müssen, um da einen Punkt mitzunehmen. Wir haben einen guten Grunddurchgang gespielt. Ich habe eine Mannschaft, die in jedem einzelnen Trainingsspiel ans Limit geht, weil das die beste Vorbereitung für ein Meisterschaftsspiel ist. Und wir spielen um den zweiten Platz. Für uns war es wichtig. Wir wollten alles dafür tun, um da heute 3 Punkte mitzunehmen, um unsere Ausgangsposition für die Meistergruppe nochmal zu verbessern. Es ist ein Punkt geworden. Wir hätten gern gewonnen. Wir haben einen starken Gegner gehabt, von dem war es leistungsgerecht. Aber wohin die anderen, wer von uns profitiert hat, das ist mir wirklich komplett egal. Es geht wirklich nur um das Realisieren unserer Ziele. Gibt es morgen wieder das Auslaufspiel gegen Lavnitz? Das ist ja schon Tradition fast für die Reservisten. Und wie geht es dem Jakob Janscher? Das Spiel ist extrem wertvoll für uns, weil die Lavnitzer richtig guten Gegner immer dargeboten haben. Also haben wir da für unsere Spieler, die weniger gespielt haben, eine hohe Intensität, eine gute Einheit geschaffen. Morgen wird es das nicht geben, das Spiel, weil jede Woche wird dann auch übertrieben. Aber in Zukunft ist das immer wieder anzudenken, ist ja auch nicht so weit von der Distanz, diese Spiele. Und da ein gutes Niveau in unserem Kader zu halten. Jakob Janscher hat Probleme mit dem Rücken, die sich leicht gebessert haben in den letzten Tagen, aber an das Spiel war noch überhaupt nicht zu denken und jetzt muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt.